Ursprung war sicherlich eigentlich das Engagement auch von unserem Vater, der, sage ich mal, schon viele Jahre bevor wir das initiiert haben, im Nordic Park mit dem alten Unimog und einer Spurplatte hinten dran den Leuten eine einfache Klassik-Diagonalspur gemacht hat. Der nordische Sport ist bei uns in unserer Familie auch ein Stück weit Leidenschaft. Auch unser Vater schon als Langlauf-Rennläufer und Skispringer, Nordisch-Kombinierer. Mein Bruder und ich haben dann eigentlich gedacht, wir wollen das professionalisieren, um auch hier natürlich eine weitere Attraktion für die Stadt Aalen zu schaffen. Ja, durch die gelungene Aufteilung von unseren Eltern, dass der Stefan so ein bisschen die sportliche Gene abgekriegt hat, habe ich so ein bisschen die landwirtschaftliche Gene vom Vater abgekriegt und bringe natürlich eine gewisse Begeisterung mit, was Maschine und Technik anbelangt. Also der Grundstock, wie gesagt, ist gelegt worden schon mit dem Papa seinem Unimog. Wir haben dann verschiedenste Art und Weise versucht, an Technik einzusetzen. Motorschlitter, mit Walze, mit Klettebrett, mit also alle möglichen. Wir haben alles ausprobiert und sind mittlerweile Gott sei Dank bei einem technisch relativ guten Stand angekommen. Die Witterungsverhältnisse auf dem vorderen Herzfeld sind natürlich sehr rau. Es ist nicht umsonst das harte Feld, das Herzfeld. Wir kämpfen mit diversen Problemen dort oben, vom nassen Schnee, vom weichen Schnee, von starken Schneeverwehungen, Verfrachtungen, Pulverschnee und das Ganze dann noch mit verschiedenen Höhenlagen natürlich auch. Unser Wiesli als höchster Punkt hat oft schon andere klimatische Bedingungen wie dann zum Beispiel die Runde in Simmiswiler oder natürlich dann auch das Lochfeld in Richtung Arlesberg hintere, das halt einfach schon an der Hanglage bis der Süd ausgerichtet ist und entsprechend schnell auch weich und sulzig wird, wenn andere Streckenabschnitte noch einfach gut zu fahren sind und noch gefroren sind. Aktuell machen wir das mit einem 30 Jahre alten Pistenbully und einer Walze. Und für entsprechend viel Schnee haben wir nach wie vor auch eine Loipenfräse, die dann auch in der Lage ist, den vielen Schnee besser zu präparieren. Auch wenn die Loipen erneuert werden müssen oder die Skatingtrassen festgefahren sind, dann kann man das wieder auflockern und auch auffräsen. Natürlich ist es schwer, das ganze Projekt Nordic Park zu zweit zu realisieren, das über mehrere Wochen hinweg. Deshalb haben wir natürlich auch viele Helfer im Hintergrund, die mit ihrem Fachwissen, sei es im Bereich der Motorentechnik, im Bereich der Elektronik oder natürlich auch besonders zu erwähnen, der Peter, der uns die Unterkunft bereitstellt und auch mit viel Engagement und Herzblut bei der Sache mit dabei ist. Schön ist natürlich für uns auch zu sehen, dass wir mittlerweile dann mit unseren Langläufern so eine Art Gemeinschaft bildet. Wir kriegen wahnsinnig viel Zuspruch auf die sozialen Kanäle, Facebook, Instagram, mit Leuten, die selber auch Bilder machen und das dann entsprechend hochladen und uns verlinken.
Somit entsteht da wirklich eine riesige Gemeinschaft und ja, das ist wie gesagt für uns so auch natürlich ein wenig der Dank und der Lohn für unsere Arbeit. Freut uns natürlich auch immer, wenn viele Besucher da sind und diese Langlauf-Community sich, man kennt sich, es sind oftmals die gleichen Läufer, die dort täglich oder jeden zweiten Tag sich dort begegnet und man grüßt sich freundlich und herzlich und man tauscht einfach auch ein paar Worte aus und das macht es natürlich auch aus und das in der Nähe zur Kernstadt, dass man im Grunde genommen nach ein paar wenigen Fahrminuten eigentlich in einem wunderbaren Langlaufgebiet ist, das macht es ja auch ein bisschen besonders. Also ich bin jeden Tag hier, wenn es Schnee hat, muss man natürlich auch ausnutzen, am liebsten tagsüber. Ich komme aber auch abends mit Stirnlampe, das geht auch richtig gut und wie gesagt, ich nutze es jeden Tag. Ja, ich bin Vollblutskaterin, ich liebe es und es gibt für mich nichts Schöneres, wie wenn es hier Schnee hat und ich wirklich laufen kann. Durch meine Affinität zu der Maschine bin ich halt letztendlich da dazu, mit für den technischen Part letztendlich zuständig und macht es natürlich aber auch mit der entsprechenden Freude und freue mich natürlich auch, wenn schon die Leute hinter dem Pistelbulli jetzt reinlaufen und sich bedanken und einfach Spaß dann auf die Ski haben. Das ist unser Lohn sozusagen. Uns ist es einfach toll zu sehen, dass wir hier auf der Ostalb tolle Möglichkeiten schaffen, hier auch Naherholung zu bieten. Und wenn ich dann die vielen Läufer sehe und die mich alle freundlich grüßen und anlächeln, dann weiß ich, dass wir das richtig machen. Regelmäßige Pflegezyklen und toller Natur. Ja, lachen nur. Ja, du musst ja auch Bilder dabei sein zum Lachen, gell?